gleich hier um die Ecke. Kommt. Oh, jetzt sind wir doch schon ein ganzes Stück näher. Geh weiter, Kleine. Ja dann. Komm, lauf mal ein bisschen schneller, Mädel. Habe ich eigentlich die Waffen alle? Ah, ich habe kein Medipack mehr. Dann stelle ich mal lieber eins her. Oh. Wen haben wir da? Auch ein Firefly? Sieh mal an. Ja. Er hat ein Firefly-Zeichen auf dem Arm. Irgendwie sterben die wie die Fliegen. Alle sind tot. Sind sie nicht. Und woher weißt du das? Ich weiß es einfach. Treffpunktbereiche patrouillieren. Stellen Sie sicher, dass keine Militärpräsenz in der Gegend herrscht, bevor Sie das Mädchen zum nächsten Unterschlupf bringen. Sie muss gut ernährt und bei bester Gesundheit sein. Ihre Sicherheit ist absolute Priorität. Krass. Die haben jede Menge Truppen hier rausgeschickt, mit dem einzigen Befehl, Ellie an ihr Ziel zu bringen und zu beschützen. Problem nur, dass die mittlerweile alle eher nicht mehr in der Lage sind, irgendwen zu beschützen. Aber die machen einen ganz schönen Aufwand für sie, ne? Also, egal ob wir daran glauben, dass das was bringt oder nicht, die glauben es auf jeden Fall. Oder jedenfalls Marlene. Hoch und drüber. Ja, hoch und drüber klingt gut. Na also. Sieht ja schon echt fast schön aus hier, ne? Endspurt, Tess. Das sieht doch echt ganz schön aus. Ich liebe diese Musik, Alter. Der Komponist von dem Spiel hier ist wirklich ein absoluter Künstler, ein Meister seines Fachs. Oh. Auf der rechten Seite sieht es flach aus. Folgt mir. Du kannst nicht schwimmen, das ist natürlich jetzt nicht so gut. Gut, dass Marlene euch gefunden hat. Was meinst du? Ich weiß, ihr werdet dafür bezahlt, aber ich will mich bedanken. Ja, kein Ding. Gerne. Ich habe mal irgendwann so eine Überlebensshow-Sendung, was auch immer, gesehen. Ich glaube, mit Bear Grylls war das. Stimmt das, dass man diesen Scheiß hier essen kann? Falls es das ist, was ich denke? Ich glaube, man kann das Zeug essen. Ich glaube nicht, dass das gut schmeckt, aber ich glaube, man kann das essen. Schmetterlinge. Nee, Blätter. Ja, gut, fast dasselbe. Gut, sie kann nicht schwimmen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Vor allem, weil es hier alles unter Wasser steht. Vor allem, warum versteht hier eigentlich alles unter Wasser? Wo kommt das ganze Wasser her? Ha. Und warum fließt es nicht ab? Kann ich da nicht rein? Ah, doch. Und ist hier irgendwas? Oh, ja, tatsächlich. Ein Firefly-Anhänger. Melinda Davidson. Was ja eine coole Idee wäre, wenn diese ganzen Firefly-Abzeichen, die wir finden, alle Namen von den Entwicklern beinhalten würden, oder? Das fände ich ein ziemlich cooles Easter Egg. Vielleicht ist es ja sogar so, ich weiß es nicht. Oh. Ah, ne, es war eine Sonnenspiegelung. Weil irgendwas muss man ja sowieso draufschreiben. Irgendeinen Namen. Von daher könnte es ja auch ein Name von einem Entwickler sein. Was macht dieses Ausflugsboot hier? Hier war doch früher eine Straße, das ist eine Ampel. Hier war eine Straße und kein See oder sowas. Warum ist hier ein Ausflugsboot? Oder sind wir hier in fucking Venedig? Wo die Straßen aus Wasser sind. Hä? Voll seltsam. Egal. Ab zum Rathaus und hoffen wir, dass die Fireflies da sind. Oh. Ach, jeden weißen Punkt sehe ich als irgendwas, was man einsammeln kann. Meine Güte. Kann ich da mal reinspekulieren? Nein? Ja. Ups, das wollte ich nicht. Falscher Knopf. Noch ein letztes Mal umgucken. Nein? Gut. Dann rein da. Nein. Nein, nein! Oh, fuck. Und was machen wir jetzt? Was machst du da, Tess? Oh Gott,
Vielleicht haben sie sowas wie eine Karte oder irgendeinen Hinweis auf ihr Ziel. Wie weit soll das hier noch gehen? So weit, wie es eben gehen muss. Wo ist dieses Labor? Oh, ich weiß es nicht. Sie hat nur gesagt, es wäre irgendwo im Westen. Was machen wir hier? Ah, ja. Das geht uns nichts an. Was weißt du denn schon? Über mich? Ich weiß, dass du klüger bist als das. Ach ja? Wir sind abscheuliche Menschen, Joel. Und zwar schon echt lange Nein, Zeit. Nein, wir sind Überlebende. Das ist die Chance. Es ist vorbei, Tess. Wir haben es versucht. Gehen wir nach Hause. Ich gehe nirgendwo hin. Hier ist Endstation. Was? Irgendwann musste es ja vorbei sein. Was erzählst du da? Nein! Fass mich nicht an. Oh nein, Scheiße. Sie ist infiziert. Joel. Lass mal sehen. Ich wollte nicht... Zeig es mir! Oh Gott. Das sieht übel aus. Ups, was? Und das schon nach wenigen Zeig Stunden. Mir deinen Arm. Das ist 3 Wochen alt. Mhm. Mein Biss ist 1 Stunde alt und ist schon schlimmer. Das hier ist real, Joel. Du musst die Kleine zu Tommy bringen. Er kannte diese Leute. Er kennt bestimmt auch ihr Versteck. Oh nein, 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 nein. Du wolltest das hier. Ich mach das nicht mit. Doch, machst du. Hey, ich weiß, ich bedeute dir genug, dass du mir diesen letzten Wunsch nicht abschlagen kannst. Also bring sie zu Tommy. Shit. Oh, lol. Sie sind hier. Ich verschaffe euch Zeit, aber ihr müsst hier weg. Was? Wir sollen dich einfach hier lassen? Ja. Das werde ich auf keinen Fall... Ich verwandle mich nicht in so ein Ding. Na los. Mach's mir nicht so schwer. Oh, ich kann kämpfen. Nein, geh einfach. Geh doch endlich. Ellie. Tut mir leid, ich wollte das nicht. Los, beweg dich. Das ist scheiße. Oh, verdammt! Wie konnten wir das nur tun? Stopp. Ohne uns stirbt sie da. Tut Stopp. Sie doch sowieso. Du bleibst nicht bei mir, wir müssen weg. Oh Mann. Ja, dann beeilen wir uns mal besser. Den theoretisch von hier oben erschießen. Sie werden bald hier sein. Vielleicht probiere ich lieber leise hier rauszukommen. Wo muss ich denn lang? Da vorne ist eine Sackgasse, oder nicht? Ja klar. Shit, 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 shit. Ah, okay. Wow, Alter, das war ein richtiger Kacksprung, Bruder. Oh. Oh, guck mal an. Ein Hoch auf die Amis mit ihren Waffen, ey. An jeder Ecke gibt's irgendwelche. Okay, okay, okay. Jagdgewehr. 6 Schuss. Das ist nicht viel. Und das Ding braucht halt ewig zum Durchladen. Also, um die ganze Horde aufzuhalten, würde ich ja schon eher lieber zum Revolver tendieren, eigentlich. Was machen wir? Joel? Ich hab es. Diesmal nehme ich den Molotow, um die alle auf einem Haufen zu erledigen. Ah, wobei, nee, die sind ja nicht wie die... Ach doch, komm, fuck it. Da hast du. Ich müsste mindestens 2 getroffen haben. Oh, Mist. Lass den Kopf unten. Hallo? Ich würde gerne zum Revolver wechseln, der ist stärker und die sind gepanzert. Okay.
los. Nice one. Vielleicht können wir sogar, wenn die so einzeln angreifen, doch das Jagdgewehr nutzen. Ja, und die sind gar nicht gepanzert, fällt mir gerade auf. Das war ein Header, Alter, wie er im Buch steht. Okay. Der war wirklich schnieke. Ich glaube, der Molotow hat nicht so viel gebracht, tatsächlich. Aber hey. Versuch was wert. Hier ist nichts. Oh, doch, warte, da ist was. Eine Flasche, die nehmen wir mit. Weil daraus kann ich ja wieder einen Molotow herstellen. Das ist der Vorteil von den Flaschen. Man kann die einzeln werfen oder halt einen Molotow herstellen. Jetzt habe ich es endlich mal geblickt, wo der Unterschied zwischen Flaschen und Ziegel ist. Oh, ja, nee, nehmen wir mit. Tja, Tess hat sich für die Sache geopfert. Hm, mehr oder weniger, ne? Sie musste ja. Hat ja kaum eine Wahl gehabt. Aber sie glaubt daran. Nehmen wir mit. Und wenn man den Unterschied gesehen hat, ne, wie krass ihr Biss aussah und der von Ellie, dann glaube ich da auch dran. Wie kommen wir hier raus? Okay, wir müssen durch den Gang. Waren das schon alle? Ich weiß nicht, wie viele es sind. Mindestens 4. Können die auch von da links kommen? Shit, nachladen. Oh nein! Mistkerl! Oh, Scheiße! So kann man es nennen, ja. Ich habe nicht gesehen, dass der von hinten ankommt. Ernsthaft jetzt? Du Mistkerl! Das waren jetzt aber mal, oder? Ich habe nicht gesehen, dass es hier noch einen zweiten Seitengang gibt. Den links habe ich gesehen, aber den rechts habe ich echt nicht gesehen. Das war dumm. Da hätte ich mich vorher besser um... umgucken müssen, bevor ich hier reinrenne. Ja, und du bist gleich nicht mehr hier. Wo kommst du? Ich muss... Oh, da vorne steht er. Ich muss dringend die Reichweite von diesem Modus erhöhen. Wackelt aber auch so mit der Waffe. Habe ich den getroffen? Nee, oder? Nee, habe ich nicht. Der Drecksack versteckt sich da die ganze Zeit. Okay, komm. Nein! Ah! So. Das ist nämlich der Vorteil am Jagdgewehr. Wenn du damit triffst, dann macht das halt richtig schön Damage. Haben wir sie jetzt endlich alle. Verdammte Scheiße, ey. Wir hätten Test den Molotow-Cocktail geben sollen, ne? Wenn die durch die Tür kommen, einmal rauf damit, 4, 5 von den Jungs direkt im Brand gesteckt. Das wäre eigentlich eine ziemlich gute Idee gewesen. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Naja, gut, okay. Ich habe vom Jagdgewehr jetzt einiges an Munition verbraten. Generell habe ich einiges an Munition verbraten. Ich hoffe mal, die haben noch ein bisschen was dabei für mich. Was ich mir ausleihen kann. Aber scheint leider nicht so. Ist natürlich ein bisschen ungünstig. Ah, doch. Da ist der Ausgang. Ja, ich sehe es, ich sehe es.
Da gehen wir auch gleich hin. Ich möchte nur wirklich ganz gerne hier nichts übrig lassen. Vielleicht haben die auch noch ein bisschen Jagdwehrmunition hier. Das wäre schon ganz cool. Ah, okay, siehst du. Hast schon gelohnt. Hast du noch was dabei? Nein. Mann, ey. Okay, dann auf jetzt, nichts wie raus hier. Tja, scheiße. Und jetzt also irgendwo gen Westen ist unser Ziel, oder wie? Wie tief ist das hier? Bleib unten. Okay. Nicht, dass er die da nicht durchkommt. Fuck! Mit dem legen wir uns nicht an. Nein, 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 nein. Mit dem legen wir uns nicht an. Aber das nehmen wir ganz kurz mit, Moment. Okay, und weiter, 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 weiter. Wo ist Ellie? Schon vorgelaufen? Oh, fuck! Maske auf, Maske auf. Okay. Ja, ich sehe ihn. Verstanden. Stellung halten. Wie kannst du das verdammte Zeug einatmen? Ich hab dich nicht angelogen. Hast du sie? Sie kann das Zeug sogar einatmen. Das ist ja echt krass. Geh hier lang. Schau dich da drüben um. Nur die beiden? Okay, die kann ich aus dem Hinterhalt auseinandernehmen. Das ist in Ordnung. Da brauchen wir keinen offenen Kampf anfangen. Wo zur Hölle steckst du? Wenn der hier rumkommt, dann hole ich ihn. Yep. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo der andere hin ist. Ich sehe ihn auch nicht mehr. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich das vielleicht schon aufrüsten kann, weil das ist echt wichtig. Nee, shit. Ah, da vorne. Sieht er die Leiche? Eventuell. Komm schon. Nee. Elli. Hey, wir sind hier ruckzuck wieder raus. Oh ja. So, jetzt kommst du schön im Kreis zurückgelaufen, dann schnapp ich dich. Wie weit geht's noch da vorne? Ne, das ist doch Ende. Also. So, Kollege, kommst du dann? Lol. Aus irgendeinem Grund konnte ich sie nicht greifen und er hat direkt zu mir geguckt. Keine Ahnung, was das jetzt gerade war. Aber gut. Ja. Hat so halb funktioniert, würde ich mal sagen. Gott sei Dank habe ich den anderen zuerst ausgeschaltet, ansonsten wäre der jetzt angeschissen gekommen, da hätte ich ein Problem gehabt. Apropos Problem, der Jungs haben auch ein Problem in der Ecke. Laufen wir hier durch den Zug weiter? Ja. Ist natürlich schon krass, wenn sie einfach den ganzen Scheiß hier einatmen kann, ohne eine Maske zu brauchen. Oh. Ich dachte, ich hätte was gehört. Aber es ist auch irgendwie krass ekelhaft. Ich meine, natürlich macht sie das nicht krank, schön und gut. Aber diese ganze Konsistenz in der Luft atmest du ja trotzdem in deine Lungen ein, oder? Also ich meine, das ist ja wie würdest, als würdest du irgendwelchen Pollenstaub die ganze Zeit einatmen. Ja, shit, du erwähntest es. Das ist natürlich jetzt blöd. Kann ich tauchen? Oh, lol, tatsächlich. Okay. Hätte ich jetzt tatsächlich nicht erwartet gehabt. Gut, man sieht halt super wenig in diesem Spiel. Weil es durchgehend so dunkel ist. Okay, kann ich irgendwie auch schneller schwimmen? Okay, ja, schön. Wenn ich hier durchkomme, ist zwar schön und gut, aber wenn Ellie nicht schwimmen kann, kann sie auch nicht tauchen. Ist jetzt einfach mal so eine spontane Schlussfolgerung von meiner Seite. Können wir vielleicht irgendwie über die Züge Ellie? Latschen? Nee.
Du willst mir erzählen, dass ich jetzt gerade hier rüber getaucht bin, nur um nachher festzustellen, dass sie einen Weg kennt, wie man darüber laufen kann? For real? Ja, alles klar. Es ist ja wieder typisch. Okay, warum soll ich hier eigentlich tauchen? Hier ist doch nichts. Hallo? Hä? Ich hab Dreieck gedrückt, aber irgendwie passiert nichts. Kann ich ja von oben nicht ran, oder was? Was? Wer geht noch? Oh, seine Taschennummer gefunden. Das ist gut. Ach, jetzt erkennt er, dass da eine Leiter ist. Ja, ich wollte die auch gerade schon greifen, aber ich konnte nicht. Hä? Ich komme da nicht ran. Okay, warte, vielleicht muss ich irgendwo hoch. Ah, guck mal. Lass mich raten. Mit der Palette komme ich da oben an die Leiter ran. Hallo? So. Kann ich da jetzt hoch? Ja. Oder auch nicht. Ach so, warte mal. Ich kann Ellie da draufstellen auf die Palette. Und dann kann ich sie darüber schieben, ne? Joel ist wahrscheinlich zu schwer für das Ding. Steig drauf. Aufsteigen bitte. Wirklich? Ja, wirklich. Okay. So, jetzt muss ich wahrscheinlich vorsichtig sein. Au. So, bitte vorsichtig. Vorsichtig. Ich hab dich. Alles gut. So, hoch mit dir. Na komm. Okay. Man musste ausgerechnet hier hin. Na dann. So, dann schieb mir mal die Leiter runter und dann komme ich nämlich auch noch hoch wahrscheinlich. Ja. Nice. Ich hab sie. Sehr gut. Okay. Das ging ja ganz gut. Wir sollten ihr auf jeden Fall irgendwann mal Schwimmen beibringen. Je nachdem, wie lange wir jetzt hier unterwegs sind, ist das sehr, sehr wichtig. Ja, krass, aber warum kann sie nicht schwimmen? Ich meine, sie meinte, sie war auf einer Militärschule. Als ob denen da nicht Schwimmen beigebracht wird. Ich meine, das ist doch schon wichtig, oder? Gerade in so einer Zeit. Müsste man doch meinen, dass so Überlebensfähigkeiten draußen sehr wichtig sind. Und da gehört doch Schwimmen dazu. Oh, frische Luft. Geil. Hey, also, wegen Tess. Tja. Ich weiß nicht mal, was... Okay, ich sag dir mal, wie es abläuft. Erwähne nie wieder Tess. Niemals. Es ist besser, wir behalten unsere Geschichten für uns. Zweitens... Erzähl niemanden von deinem Zustand. Man wird dich für verrückt halten oder töten. Das ist wahrscheinlich richtig. Du tust, was ich sage, wenn ich es sage. Alles klar? Klar. Wiederhol es. Was du sagst, zählt. Gut. Da ist deine Stadt. Ein paar Meilen nördlich. Ein Typ dort schuldet mir was. Kann sein, dass er ein Auto für uns hat. Okay. Los, gehen wir. Seine Methode zu trauern ist also nicht drüber zu reden. Na bitte. Ja, jeder geht damit anders um. Ja. Lincoln. Wie lange wird's schneller gehen? Wow. Was? Nichts, ich hab nur sowas noch nie gesehen, deshalb. Etwa den Wald? Ja, im Wald war ich noch nie. Ist ziemlich cool. Wow, na, ich glaube, wir können hier noch so einiges zeigen. Aber erst im nächsten Part, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert Warum den Kanal, um weiteres nicht zu verpassen. Wenn sie das schaffen könnte, hätte sie dich behalten. Na, vielleicht geht's ihr besser.
Kleine, ich will dich nicht aufregen, aber ihre Überlebenschancen waren nicht gerade hoch. Sie ist viel stärker, als du glaubst. Es ist egal. Denn ich glaube kaum, dass einer von uns lebend bei ihr ankommen würde. Glaub mir, mir wäre es anders auch lieber. Finden wir auf jeden Fall im nächsten Part raus, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.